Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge League of Legends. Heute spielen wir ein Ranked Game auf meinem Main und zwar als Red Card Katarina in der Mitte gegen LeBlanc. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Matchup ist, also wie das wird. Fit mich derzeit im Platin 3. Ja, und ja, es ist eine lange Zeit her, dass ich mal wieder ein Video hochgeladen habe. Hab jetzt einfach mal wieder spontan Lust bekommen, etwas aufzunehmen. Und ja, gibt's doch irgendwas zu sagen? Es ist ein ziemlich schwieriges Team für Katarina. Jhana und Sejuani, Irelia, Kamisone, LeBlanc einfach wegspringen ist, Ezreal auch. Wird auf jeden Fall ein spannendes Game, denke ich. Ich hatte vor 4 Tagen auch schon eine Aufnahme, also da hatte ich auch schon Lust bekommen, mal was aufzunehmen. Und da ist ohne Scheiß während der Aufnahme im Ranked meine Maus kaputt gegangen. Ist das nicht geil? Oh, das war echt schlimm. Natürlich war das Ranked Game verloren und boah, jetzt habe ich eine neue Maus. Also, wenn ich schlecht spiele, dann ist die Maus schuld. So, LeBlanc ist eigentlich in der Theorie ein einfaches Matchup. Solange ich die W von ihr dodge, solange ich ihre QW-Combo dodge, müsste eigentlich alles safe sein. Und solange sie halt keinen Early Kill bekommt. Bei LeBlanc ist es besonders schmerzhaft. So. Ich weiß noch nicht, ob meine Maus lauter ist als sonst. Also, vom Gefühl her ist sie lauter als meine alte. Na, hört ihr es? Hört ihr es? Okay. Los mit dem Lee Sin, ey. Oh, gucken wir einfach mal, wie das Game wird. Gucken. Jetzt mal einfach Katarina gefirstpickt. Einfach weil ich Lust drauf habe. Und das ist auch mein derzeitiger Main ist. Neben Ahri. Ahri und Katarina spiele ich immer. Wenn eine von beiden open ist, spiele ich. Außer ich spiele auf meinem und bei Katarina Account. Dann spiele ich nur Katarina. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Miss Fortune, da bin ich ja mal gespannt. Ey. Das ist eigentlich ein ziemliches Opfer gegen ihre. Seht schon mit LeBlanc. Also die mit Miss Fortune wird. Die wird schwer haben, ne? So, war ist mein, denn mein. Meine liebe LeBlanc. Meine LeBlanc. Wo ist sie denn? Dumme ist. Mal spiele ich die Lane halt mit Katarina übelst safe. Farm auch übelst wenig. Versuche dann halt den Teamfights zurückzubekommen bei Dragons und so. Also bei Drake Teamfights. Das geht nicht so leicht. Wie. Okay, das war sehr gut für mich. Die wenig getroffen hat, weil sonst hätte sie mich richtig stark unter Druck gesetzt. So, der Cooldown von der W. Die müsste sie, denke ich, jetzt wieder haben. Jetzt gilt's halt. Ich habe neben das Minion geäht, also ich habe E gedrückt und zwar neben dem Minion. Scheiße. Ja, das ist halt die neue Maus, ne? Die hat auch irgendwie eine andere Mausgeschwindigkeit. Irgendwie. Keine Ahnung. Schon ein bisschen doof, aber gut. Und der war, ich habe jetzt irgendwie 2 Spiele mit der Maus gemacht. Gucken. So, die wird jetzt gleich wählen und das war klar. Das war so predictable. Das ist wunderschön. Das war wichtig. Sehr wichtig sogar.
Weil sonst hättest du wieder noch W treffen können. Die zweite E wäre dann auch gepoppt. Geprockt. Dann wäre ich sogar fast tot gewesen. Hättest du mich gleiten können, dann wäre ich down. Ich habe früher selber LeBlanc übelst oft gespielt. Dem weiß ich so ein bisschen, was sie kann. Jetzt weiß ich fast gar nicht mehr, warum ich sie nicht mehr spiele. Ja, ich bin zu langsam. Da tat ich mal besser drauf, du. Aber es liegt ohne Scheiß auch ein bisschen an der Maus. Also, ob das mir glaubt oder nicht, aber ein bisschen liegt schon da dran. Na gut. Das war Glück. Sie hat auf jeden Fall ihre Wege, Max. Sonst hätte sie die nicht schon abgehabt. Ziemlich sicher. Na gut. Normalerweise Max mir immer die W mit LeBlanc. Sind doch beide Heilpots, aber fast out of Mana. Das hört, du. Das hört. Die ist out of Mana, die ist eigentlich ein Free-Kill. Die ist ein Free-Kill, die ist ein. Okay, die hat noch genug Mana dafür und die kostet doch irgendwie 100 oder so. Okay. Na gut, jetzt hat sie gar kein Mana mehr. Und geht auch back wahrscheinlich. Ja, richtig. Das heißt, ich pushe jetzt die Lane schnell rein. Versuch jeden CS mitzunehmen natürlich. Das ist ein bisschen risky, was ich gerade gemacht habe. Weil. Das könnte ein Free Kill sein. Okay. Sehr gut. Dann gibt es auch einen guten Job von mir. Ich probier's. Ich probiere jetzt mal hart den Geist. Normalerweise würde ich sofort Rabot und zwar schon einfach damit ich irgendwie snowboarden kann. Meinem Schaden. Aber da ich, so wie ich mich jetzt gerade selbst einschätze und ich die QW scheinbar nicht gut genug und nicht oft genug dodgen kann, spiele ich dann doch lieber ein bisschen safer mit Haunting Guys. Mal gucken, wie das ist. Also ich hätte. Das ist schwierig halt. Ich weiß immer genau, wie ich das machen soll. Da habe ich zu wenig Cutter-Games jetzt in der Season gespielt. Wobei, was heißt wenig, aber eigentlich schon so. Im Verhältnis gesehen zu meinen Rankings, die ich überhaupt gespielt habe, ich schon ziemlich oft Cutter gespielt. Ja. Okay, sie ist 6. Das Dumme ist, dass sie halt, wenn sie echt gut spielt, dann kannst du mich übelst leicht. Das war perfekt, Freunde. Ich glaube, ich habe meine W getroffen, während sie gedasht ist und bin in der Zeit noch weggeäht, sodass ihr Damage nicht durchkommt. Das war wunderschön. Das war einfach wunderschön, Leute. Das war wunderschön. Bin ich jetzt gerade ein bisschen selbst stolz auf mich. Wo ist die Giovanni? Ich weiß nicht, wo LeBlanc ist. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe ihn weggepinkt. Ich habe ihn weggepinkt. Ich habe ihn weggepinkt, habe gesagt, ich gehe nicht rein, fertig.
Hat er da nichts mehr zu suchen. Okay. Naja, whatever. Das ist ein Kill. Wäre noch weiter, wäre noch mehr im Early gewesen, dann hätte es mir ja richtig viel erschwert, aber so geht das eigentlich. Also sie hat nicht meinen Kill bekommen, sie hat einen Assist. Ich habe auch einen Assist. So, sie hat kein Mana. Das heißt, man kann ein bisschen offensiv rangehen. Sie wird jetzt eh gleich backgehen, von dem her. Es könnte die Möglichkeit bestehen, dass sie sie vorher noch töten kann, wenn sie länger bleibt. Wenn sie auf die Minions gierig ist. Ja, das war schlecht getimt von mir. So, dass sie. Ist die Kuh nicht auf sie übergegangen. Ich habe nicht verstanden, warum gerade mein Ding ins Fenster aufgegangen ist. What the fuck? Ich konnte die nicht igniten, weil mein scheiß Fenster aufgepoppt ist. Das ist natürlich mega ärgerlich. Nein! Ich hätte sie gehabt. Was ist denn der Hotkey dafür? Ich weiß es gar nicht. Der Tab? Nee. Was ist denn aufgepoppt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, das ist ziemlich ärgerlich. Okay. So habe ich früher Katar immer gespielt. Anfang Season 4, als ich noch ein Silber Bobby war. Hatte ich nur ein Pink Ward mit. Instant Magic Penetration Russian. Haunting Geist. Sorcerer's Shoes. Man hat abartig viel Penetration. Hihi. Wie habe ich denn? Steht's denn? Armor. Magic 38 sind 6%. Ja. Ja. LeBlanc ist Miss. LeBlanc wieder da. Okay, ich rede wieder normal. Alles gut. Alles gut. Let's kill 11k. Ach komm, ist Fortune. Heul doch nicht rum, ey. Du hättest nichts anderes gemacht. Das sind die Leute, die ich wirklich am meisten hasse. Die sich im Ranked über Fairplay beschweren. Oh, das war eine geile Ulti. Scheiße, der Speedboost ist nicht mehr da. Schade, dass das Speedteil nicht mehr da war. Da hätte ich schneller moven müssen. Definitiv. Da hätte ich auf jeden Fall schneller moven müssen. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Leute, die dann Orte schreiben, von wegen, ja, es ist richtig fair gespielt von dir, erstmal einen AFK töten, du Arschloch. So nach dem Motto halt, ne? Und wenn sie die Möglichkeit haben, einen AFK zu killen und sich einen Vorteil zu verschaffen, dann machen sie es selber. Das ist lächerlich. Ridiculous. Lächerlich. Stirb Tower. Okay. Wunderbar. Das gleicht jetzt den Kill, den LeBlanc bekommen hat, etwas aus. Okay, Botlane ist Party.
Ich bin so dumm. I'm bad. Oh, I'm sorry. Ich hab total vor Greediness. Einfach nur, weil ich die Janna killen hab, vollkommen das Schild vergessen. Oh nein, ich bekomme noch einen Kill. Okay. Was haben wir gelernt? Nicht reingreen. Immer noch mal zweimal drüber nachdenken, bevor man hier irgendwas, irgendwelche voreiligen Entscheidungen trifft. LB fett. Na, das bringt ja nichts. Blond kann es nicht alleine carryen. Und ich muss jetzt mal anfangen, mich zu konzentrieren. Ich bin immer auf Nummer sicher gegangen und bin mal weggewardjumpt. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die drückt, weil die ja gefeedet ist. Hätte auch sein können, dass sie mich one-shottet. Okay, sie hatte keinen Ignite. Ja, das war jetzt halt so eine Safe-Entscheidung. Bin immer auf Nummer sicher gehen. Aber es war ein sehr schöner Hook von Fresh. Ein sehr, sehr schöner Hook. Ich weiß nicht, ob die Janna Ulti hatte. Dann hätte sie natürlich das überleben können, indem es mich instant abbricht. Aber ich habe mal halt gedacht, du hast Needlessly, du hast Penetration, du kannst sie one-shotten. Das dachte ich mir halt. Das war schön. Das war sch Der Fresh macht einen guten Job. Und das habe ich, wo ich LeBlanc gemaint habe, auch sowas von gehasst, ey. Dass die einfach mein W-Damage einfach denyen können. So grauenhaft. Lol. Schade, dass Fresh noch seinen Hook nicht getroffen hat. Das hätte ich definitiv reingehen können und All-In gehen können. Zu 100%. Ah, hast du Angst? Ehst du weg? Nee, da keine Angst. Ja, das ist auf jeden Fall ein Game, wo ich mal nicht so krass carry war. Aber nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gewartet ist überall. Ja, ich warte einfach auf Minions. Haha. Zack. Ich habe auch genügend Gold. Mir fehlen, glaube ich, wie viel brauche ich denn für den Rabatt sonst? 1600 sind. Ich schau einfach nach. 1700. Ja. Eine Wave noch. Eine Leute hat die gerade ihre Ulti eh gemacht. Lelelelele. Lelelelele. Jetzt bin ich back, hol meinen Rabadons und dann mache ich richtig viel Schaden, dann kann ich mir ein bisschen mehr zutrauen. Gott, die arme Irelia, die wird richtig weggestompt. Aber das ist auch. Ich verstehe das nicht, weißt du, die Irelia, okay. Wir gehen mal vor. Wir sehen, Irelia steht 0-7. Was macht sie? Sie watcht Bilgewater Cutlass. Die hätte ich instant reported, wäre die in meinem Team. Das ist so schrecklich. Ich verstehe. Ja.
Es ist so grauenhaft. Es ist so schlimm. Ah, übrigens, wenn ihr seht, jemand wardet und ihr könnt mit der E draufspringen, also wenn ein Gegner wardet, boah, das ist, glaube ich, damit die Q schneller ist, ne? Keine Ahnung, glaub schon. Wenn ihr dann drauf E't, dann bleibt der für 30 Sekunden oder so, bleibt er dann sichtbar und könnt ihr dann ruhig clearen. Man macht es halt nur, wenn wirklich safe ist. Nicht einfach so 50. Minute, entscheidender Teamfight, oh, Ward clearen, rein E'en. Ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich gehe runter sonst. Oh ne, ich gehe doch Top Lane. Das LeBlanc. Oh ne, das unten sind drei. Ich kann mich entscheiden. Kann mich nicht entscheiden. Alter, ich mach Schaden. Wichtig ist jetzt eigentlich, dass ich Janna fokusse. Dass ich instant Janna downburste. Das ist wichtig. Und wenn die instant raus ist, dann. Dann ist eigentlich GG. Was macht die denn? Oh, Alter. Gut, Leuk. Ich werd gecarried. Wo können wir warten? An die werden nicht kommen, die müssen dürfen. Meine Maus hört man nicht so laut. Ich habe das Gefühl, die ist übelst laut. Ich tank den nicht. Putz. Be right back. Oh, ich laufe außen rum. Safety first, Freunde. Denkt nicht mal dran, LeBlanc. Denkt einfach nicht mal dran. Was will die von mir? Okay, 20 Sekunden weg. Die Erfahrung will ich nicht verpassen. Jetzt gehe ich back. Müsste ich rechtzeitig hoffentlich da sein. Ich hole mir Homeguards. Aber wobei, ne, die sind zwei top. Brauche ich nicht, ist nicht nötig. Ich mache als nächstes einen Sonjas. Jawohl. Irea gibt wieder Gold. Yay. Ja, da hat er gar nicht mal so Unrecht, wa? 1-8. Jetzt können wir sie wieder fünfmal töten. Bis sie dann wieder kein Gold gibt. Oh, du hast Eiswanger. Oh, ein Blue Azure. Wieso bekomme ich keine Kills? Miss Fortune. Ey, ich fühle mich richtig verarscht von dem Game. Ich bin eine Katharina und ich bin nicht gefeedet. Ja! Endlich!
bisschen Feed. Ein bisschen Feed muss doch auch sein. So, 300 Gold brauche ich noch. Da habe ich meinen Needless Lee. Meinen zweiten Needless Lee. Dann geht's ab. Lol. Like. Das hab ich gerade. Meine Finger wollten irgendwie anders. Scheiße. Nein, das war der Klon. Na, 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 na. Okay, 7. Oh, Alter, meine Hand. Lame. Mann. Oh, das Game ist. Das würde ich fast nicht hochladen, weil ich einfach nicht glaube. Nein, Quatsch. Ist eigentlich ein schönes Spiel. Schon Even gespielt. Meine Midlane. Halten. Laufen, hitten, laufen, hitten, laufen, hitten. Oh. Schade, dass ich davon den Klon gekillt habe. Also die Passive von LeBlanc ist echt nervig. Dass sie kurz invisible wird. Invisible, invisible. Das fiel sie nicht. Du sollst sie auch nicht töten. Haha! Gott. Alter Vater. Easiest kill of my life. So, jetzt muss ich KS'en, weil ich muss meine Stats aufbessern. Ja. Das ist die dritte Katar-Regel. Die dritte katharinische Regel. Die überlebt es ernsthaft? Krass. Wieso krieg ich den Kill nicht? Ich glaube, Ding ist schon AFK. RIP. Nein! Wieso hast du gekrittet? Hätte die Miss Fortune nicht gekrittet, dann wäre das mein Kill gewesen. Ich will so ein Normal Game. Ein Normal Game. Ja, Fide sie. Am Ende, genau. Am Ende kann sie dann sagen. Ich hatte gute Stats, ich habe versucht zu carryen, aber mein Team war scheiße. Das wollen wir ja nicht. Hatte vorhin ein 17-5 Ari-Game. Habe ich verloren. Auch bitter. Was machen die eigentlich? Pass mal auf. Ich hab doch hier kein Wort, oder? Please. Hmm.
La 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 la. Too many super minions. Aua. Baby, don't hurt me. Nein! Nein! Ich bin so schlecht gerade. Ich krieg keine Kills, KS. Da, ich habe nur einen bekommen. Nee. Oh, das war ziemlich schlecht. Naja, egal. GG. Hey, GG WP. Wunderbar. Ja, das war doch eine schöne Aufnahme, du, ha? Oh, serious. Cool. Warte, ihr seht gerade gar nichts mehr. Na egal. Gut, dann würde ich sagen, warte, ich guck mal ganz kurz nach dem Schaden. Ja, Drittmeisterschaden ist okay. Okay, das Game habe ich auf jeden Fall nicht gecarried. Das hat mein Team gecarried. Trotzdem solide gespielt, war okay, denke ich. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.